Bevor das Video losgeht, ganz kurze Ansage. 75% von euch haben hier nicht abonniert. Ihr guckt zwar fleißig, aber ihr habt noch kein Abo dagelassen. Das müssen wir mal ändern. Von daher, vielen Dank für euren Support. Einfach mal den Abo-Button smashen. Danke. Ich glaube, ich gucke mir das an. Irgendwie sieht das geil aus mit dem Pool hier und diesem Chaos und dieser kleinen Treppe. So, How to Build Jungle Villa Underground Swimming Pool. Freunde. Das ist wahrscheinlich das allerechte Madeira-Holz, vermute ich fast. Was ist das eigentlich für ein Werkzeug? Das ist so eine Art Axt, ne? Könnte man fast schon sagen. Bam, bam, bam. Er misst. Was macht er da jetzt? Er misst mir ein Stück gerade oder was macht er da? Was ist das für ein Werkzeug? Würde mich mal interessieren. Wisst ihr, wie das heißt? Junge, musst du doch ankohlen. Musst du doch ankohlen, die Dinger, die verrotten doch sonst. Ist es eine Machete? Ja, eine Art Machete einfach nur, ne? Was ist das, was der da rummacht? Sieht aus wie ein Kabel. Aber es wird wahrscheinlich nur irgendein. Man muss doch sagen, die haben halt auch krasse Materialien da, ne? Guck mal, was ist das? Das sieht aus wie ein Kabel oder so. Oh, ist das ein Kabel? Nee. Das ist kein Kabel, ne? Das ist. Nee. Mal ganz easy so viel Holz geholt. Das ist bestimmt so eine Art Liane, denke ich mal. Ganz ehrlich, so ein Gewächs, was er da hat, wie er das da biegt und benutzt, habe ich in Deutschland, glaube ich, noch nie gesehen, ey. Ohne Scheiß. Das ist eine Lianart. Naja. Das ist doch heftig, ey. Da kann er komplett mit Knoten und alles. Ich muss sagen, ich feiere diese komische Elektromucke im Hintergrund gar nicht. Wie findet ihr die Hintergrundmusik so? Ja, ich kann es ein bisschen leiser machen, ist kein Problem. Ein bisschen leiser. Ich finde gerade bei solchen Videos finde ich es viel, viel geiler, einfach die Naturgeräusche zu haben. Ich finde, das passt überhaupt nicht von der Musik jetzt. Ist ein bisschen wackelig da alles, ne? Fehlen ein paar Querverstrebungen, oder? Ehrlich? Allein für das Ding, ne? Warte, wo war das? Puh. Alter, diese ganzen Stöcke alle erstmal irgendwo rauszuholen, alle zurechtzuschneiden, alle festzubinden. So, das ist einfach schon wieder ein Sprung im Video. Leck mich am Arsch. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, ja, ja, klar. Der will, glaube ich, ein Gefängnis bauen, ne? Das ist, glaube ich, eine Art Gefängnis. Okay. Baut er da jetzt so eine Art Treppe oder was? Bestimmt. Mit so Stufen dran. Hä, warte mal, was? Warte, das habe ich gar nicht richtig gesehen. Was hat er da gemacht gerade? Ist halt ein bisschen andere Erde als bei uns, sag ich mal, ne? Na, wo haben wir denn das Wasser her? Mhm. Das kannst du bei uns. Guck mal, bei uns, also wenn ich an den Boden denke, den ich so bei mir im Wald habe, oder generell so bei meinen Projekten, ist entweder Sandboden, damit kannst du sowas auch nicht machen. Erdboden im Sinne von, okay, so verrottete Sachen, damit kannst du was auch nicht machen. Oder mal Lehmboden, aber den Lehmboden, den ich kenne, also der ist einfach so knüppelhart. Da ist nicht mal eben, ich mache ein bisschen Wasser rein und trete da ein bisschen rum. Ja? Der ist den. Oh. Könnt ihr euch an den Lehmboden erinnern, den ich beim Grubenhaus 1.0 verwendet habe? Nee, ich habe keine doppelte Geschwindigkeit an. Nee, ganz normal. Hörst du auch an der Musik?
Ding wackelt doch wie Sau da. Boah, seid mir nicht böse, ne? Aber die Mucke geht halt gar nicht bei so einem Video. Also, ne. So null. Aber trotzdem krass, was er da baut, also ohne Frage. Okay, was hat er jetzt damit vor? Okay. Boah, ich würde mir da voll die Hände aufreißen, glaube ich. Was ist das jetzt für ein Ding da? Ist das Kalkstein oder was? Das ist ein ehemaliger Termitenbau oder so? Geh doch hier weg, du Scheißding. Oder ist das ganz normal? Okay, jetzt macht er das da klein. Ach, drüben ist jetzt die Treppe fertig da übrigens, ne? Sieht man das so ein bisschen. Ding ist, mal kurzer Real Talk an der Stelle. Seht ihr diese Zwischenräume hier? Die werden ja, das wird ja alles aufgefüllt mit diesem Schlamm, den er da quasi produziert. Das wird ja alles davon dicht gemacht. Er holt diesen Schlamm mit diesem kleinen Korb da. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass diese ganzen Projekte, die ihr alle seht, diese ganzen Underground Swimming Pool, dieser ganze Kram, dass der dass das alles fake ist. Also im Sinne von, das wird natürlich fürs Video so aufbereitet, als sieht es aus, als würde er es alleine machen. Aber ganz ehrlich, diese Massen, die hier gefüllt werden, da ist safe, sind da hinten noch 4, 5 Leute, die, wenn die Kamera aus ist, mal kurz mit der Schubkarre sagen, okay, pass auf, wir haben unsere 2, 3 Takes, jetzt gehen wir nochmal los, jetzt holen wir den ganzen Kram, jetzt schmeißen wir das alles rein, machen alles fertig, okay, haben wir die Hälfte, jetzt machen wir mal für den nächsten Shot. So, weil wir gucken mal kurz weiter. Jonas Kisi, danke für dein Sub. So, zack. Und das Ding ist mal kurz voll. Ey, ganz ehrlich, dazwischen, zwischen diesem Shot und diesem Shot, ey, da liegen, wenn du das alleine machen würdest, gefühlt 3 Stunden Arbeit. Oder auch das jetzt, guck mal das, also das realistisch gesehen, für das, was er gerade aufgefüllt hat, alleine, ey, da brauchst du 2 Tage oder so. Was, ganz wichtig, das soll nicht heißen, dass ich das Projekt jetzt scheiße finde oder so, überhaupt gar nicht. So, das ist ultra krass, was er da macht, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil das merke ich oft, dass die Leute gucken ganz viel solche Videos und dann gucken die mein Grubenhaus. Und dann kommt immer sowas, kannst du mal nicht ein bisschen mehr drin machen? Geht da mal ein bisschen mehr? Aber überleg mal, ja, ich bin jetzt bei Folge 4. Es geht seit einem Monat. Und bisher, rein optisch gesehen, vor dem Haus, was habe ich da? Da habe ich bisher eine Grube und 8 Stelzen drin. Das war's. Aber das ist halt die reale Produktionszeit, so, wenn du das alleine machst. Und nicht mit irgendwelchen Maschinen und noch im Hintergrund 10 Leute mit einer Schubkarre oder ich mit einem Bagger lasse ich mir noch die ganze Erde da anliefern und sowas, ne? Auch dieses Festknoten von diesen ganzen Dingern da, das ist halt, ne, kostet halt richtig, richtig Zeit. Hier zum Beispiel, guck mal, er hat jetzt komplette 3 Latten voll hier mit diesen Dingern, ja. Das dauert Stunden, wenn du das alleine machst, so. Geil. Aber ich mag auch die Details, ja. Ja, klar, nee, kennt man ja. Genau so, guck mal, er, jetzt wird suggeriert, dass er mit dem Krug jetzt zum Wasser geht und den Pool wahrscheinlich auffüllt. Kippt er das da bestimmt rein, ne? Genau, um den Pool zu füllen. Ja, Nummer 2. Oh, da ist aber der Pool gerade schon ganz schön voll schon. Nach der 3. Ladung.
So, also wisst ihr, was ich meine? Natürlich wäre auch langweilig, das jetzt zu zeigen, so, ne, wie oft der da geht. Aber mit diesem Ding, diesen Pool zu füllen, ey Leute, mal Real Talk, Alter. Da bist du eine Woche lang beschäftigt. So. Ja, das heißt, safe kommen die hier mit dem Bauern, mit irgendeinem komischen Dings, Trecker, Lader, Gedöns an und machen da einmal einen Schlauch rein und machen das Ding voll. Ja, das würde Wochen dauern. Aber trotzdem geil, also ne, das, wie gesagt. Aber da feier ich persönlich halt so Projekte wie jetzt zum Beispiel von Self-Reliance mit der Outdoor Kitchen und so mehr oder auch so wie ich Scrum House mache, weil du halt wirklich dann mehr Details, okay, wie macht er das, da holt er das Holz, da verbindet, das ist halt realer irgendwie, das ist für mich so. Es ist so ein bisschen fake, so ein Faden. Es hat einen Fadenbeigeschmack. Es ist trotzdem cool, aber es ist ein bisschen fake irgendwie. Ja? Und vor allem ergeben die Dinger ja auch keinen Sinn. So richtig. Also, ne, das ist irgendwie lustig, aber die Dinger. Klar, man kennt's. Mach ich auch immer so. Planschi, ja, wie gesagt, geiles Video. Hat Spaß gemacht anzugucken, auch zu sehen, so ein bisschen, okay, da mit dem Stroh und den Techniken und so weiter, auch ein bisschen was zum Lernen und so. Aber generell, gerade bei solcher Art, mit diesem ganzen Swimming, Underground House, Swimming Pool Gedöns, das hat halt immer, finde ich, für mich so einen leichten Fadenbeigeschmack.